Ja, der Begriff Meniskus kommt von griechisch Meniskos, das heißt so viel wie mondförmiger Körper oder Mündchen. Und wenn man sich einen solchen Meniskus anschaut, dann sieht man durchaus eine Ähnlichkeit zwischen einem Halbmond und dem Meniskus, wie er sich hier darstellt. Definieren kann man Meniskus allgemein als Faserknorpelstruktur in einem Gelenk, die dem Zweck dient, Passungenauigkeiten zwischen Gelenkflächen auszugleichen. Und solche Meniszi gibt es nicht nur im Kniegelenk, sondern auch an anderen Gelenken, zum Beispiel an den Fingergelenken. Nicht nur Menschen haben solche Meniszi, sondern auch andere Säugetiere oder sogar bei Vögeln wurden solche Meniszi beobachtet. Heute soll es aber ja um den Meniskus im Kniegelenk gehen. Und das schauen wir uns mal genauer an. Da gibt es also entsprechend einen Innenmeniskus, Meniskus medialis auf der Innenseite und einen Meniskus lateralis, einen Außenmeniskus auf der Außenseite, die mit kurzen Bändern hier befestigt sind, vorne und hinten am Schienbeinkopf. Und man kann sich vorstellen, wenn ein solcher Meniskus immer eingequetscht wird zwischen den Gelenkflächen, dann muss er sehr stabil sein und das ist er auch. Und deswegen besteht er zu über 60% aus Kollagenfasern. Es gibt mehrere gute Gründe, warum man auf einen Meniskus nicht verzichten sollte. Zum einen ist er ein sehr guter Druckverteiler, denn wenn man sich die Gelenkfläche vom Oberschenkelknochen und vom Unterschenkelknochen einmal genauer anschaut, dann sieht man, die passen eigentlich gar nicht so richtig gut zusammen. Und dadurch wird die belastete Fläche natürlich relativ klein. Aus der Physik kennt man vielleicht noch die Formel P gleich F durch A. Das heißt, je kleiner die Fläche ist, die steht ja im Nenner, umso größer wird der Druck. Und man kann sich vorstellen, wenn nur ein Viertel des Gelenkes belastet wird, dann wird der Druck unglaublich groß. Das heißt, wenn man zum Beispiel einen 70-Kilo-Menschen hat und der hat nur ein Viertel der Gelenkfläche belastet von dem, was eigentlich normalerweise belastet werden würde, dann entspricht das dem Druck, der bei einem 280-Kilo-Menschen auftreten würde. Dadurch wird deutlich, dass die Druckverteilung ein ganz elementarer Faktor ist. Es gibt noch zwei weitere Sachen, die der Meniskus kann. Zum einen sorgt er dafür, dass die Gelenkflüssigkeit immer schön auf dem Knorpel verteilt wird. Und das reduziert die Reibung, was natürlich ebenfalls günstig ist. Und dann ist er ein wichtiger Stabilisator. Das Kniegelenk ist ja ein Gelenk, was aufgrund der geringen Passungenauigkeit eigentlich ohne Bänder relativ instabil wäre. Und der Meniskus ist quasi wie so eine Tasse, in dem dann die Kugel ist und sich natürlich viel schlechter hin und her bewegen kann, als wenn diese Tasse keinen Rand hätte. Alles das führt dazu, dass ein Meniskusverlust sehr, sehr schädlich ist für das Kniegelenk. Und das ist bereits 1948 erstmalig beschrieben worden, dass nämlich Patienten, die ihren Meniskus komplett verlieren, an einer frühzeitigen Arthrose erkranken werden. Was ist eine Meniskusverletzung und wie entsteht sie überhaupt? Ja, man unterscheidet natürlich je nachdem, ob der Innen- oder Außenmeniskus verletzt ist, Innen- und Außenmeniskusverletzungen, und da können natürlich auch verschiedene Anteile betroffen sein. Der Innenmeniskus ist insgesamt häufiger betroffen als der Außenmeniskus. Und am Innenmeniskus ist vor allem das Innenmeniskus-Hinterhörn die am häufigsten verletzte Struktur. Wenn wir uns den Meniskusriss als solchen anschauen, dann kann man natürlich je nach Rissform verschiedene Rissbildungen unterscheiden. Wenn wir uns einen solchen Meniskus einmal hier so anschauen, einmal kurz skizzieren, dann haben wir einmal Längsrisse. Solche Längsrisse folgen entsprechend dann dem Faserverlauf der Kollagenfasern. Wir haben radiäre Risse, die von innen nach außen laufen, oder entsprechend auch Lappenrisse. Wenn man sich den Meniskus im Anschnitt anschaut, dann kann man natürlich nach der Raumebene ebenfalls Meniskusrisse unterscheiden. Und wenn man einen solchen Meniskusriss entsprechend nimmt und schaut sich den im Anschnitt an, kann er entweder vertikal sein, dann würde der Riss so aussehen, oder er kann auch horizontal sein, dann würde er so aussehen. Eine ganz bekannte Sonderform ist der Korbhänkelriss, weil man da sehr schnell reagieren muss. Der Korbhänkelriss ist ein Riss, der ist an der Basis fest. Das Vorderhorn ist auch in Ordnung, das Hinterhorn ist auch in Ordnung, aber dann ist hier ein Anteil eingerissen und dieser Anteil ist nach innen eingeklappt und kann sich entsprechend dann einklemmen. Man kann sich vorstellen, wenn ein solcher Anteil hier über längere Zeit eingeklemmt ist, dann kann er in sich selber auch reißen, kann kaputt gehen, degenerieren, und dann kann ich ihn nicht mehr refixieren. Denn mein Ziel ist natürlich, so einen Korbhänkelriss ganz, ganz schnell zu erkennen, ihn ganz schnell zurückzubringen an Ort und Stelle und mit Nähten entsprechend zu befestigen. Wenn das nicht rechtzeitig passiert und dieser Anteil kaputt ist und nicht mehr refixierbar ist, müsste ich ansonsten hier einen ganz großen Anteil hier entfernen, und diesen großen Anteil würde ich anschließend vermissen, weil die wichtigen Meniskusfunktionen dann nur noch zum Teil wahrgenommen werden können. Ja, bei der Ursachensuche eines Meniskusrisses ist die Frage erst einmal entscheidend: Handelt es sich um einen frischen, traumatischen Riss
oder handelt es sich um eine degenerative Meniskusläsion? Das heißt, ist der Meniskus vielleicht vorher schon verschlissen gewesen, ist er morsch, denn genau wie Knorpel, so kann auch Meniskus verschleißen. Bei solchen degenerativen Meniskusläsionen reicht manchmal ein ganz, ganz kleines Trauma aus. Manchmal berichten die Patienten sogar nur, dass sie aus der tiefen Hocke hochgekommen sind und dass dann dabei plötzlich Schmerzen aufgetreten sind. Für einen frischen, traumatischen Meniskusriss brauche ich natürlich größere Kräfte, weil der Meniskus eigentlich eine durchaus stabile Struktur darstellt. Typisch sind dabei heftige Drehbewegungen zwischen Unterschenkel und Oberschenkel, wo sich das Knie verdreht, weil der Unterschenkel stehen bleibt, oder aber auch kräftige Landungen in der tiefen Kniebeuge, zum Beispiel beim Turnen oder beim Weitsprung. Besonders gefährdet sind natürlich Leute in sehr rasanten Sportarten. Rasante Sportarten sind zum Beispiel Handball, Fußball, Basketball, auch einige Kampfsportarten wie zum Beispiel Karate. Wir sehen auch immer einen Peak, wenn die Skisaison ihren Höhepunkt erreicht. Das heißt, Skifahrer sehen wir auch häufiger mit Meniskusverletzungen. Turner sehen wir hin und wieder. Das sind also typische Sportarten, in denen solche Meniskusverletzungen auftreten, im Gegensatz zum Beispiel zu Leuten, die Nordic Walking machen oder Radsport, wenn sie nicht gerade stürzen. Kraulschwimmer sieht man auch wenig. Und so gibt es natürlich Sportarten, die mehr oder weniger häufig betroffen sind. Die degenerative Meniskusläsion betrifft ja vor allem den älteren Menschen. Der ältere Mensch, der das Knie vermehrt belastet hat, ist natürlich dann mehr betroffen. Es gibt bestimmte Berufe, für die Meniskusläsionen gehäuft in Studien auftreten. Zum Beispiel der Fliesenleger ist da zu nennen, der viel in der Hocke arbeitet und deswegen seinen Innenmeniskus oder Außenmeniskus hinterhören einfach mehr einquetscht. Wie kann ich einer Meniskusverletzung vorbeugen und woran erkenne ich sie? Ja, ich kann mein Risiko minimieren, wenn ich mich gut auf sportliche Belastungen vorbereite, zum Beispiel indem ich einen guten muskulären Status habe. Zum anderen kann ich darauf achten, dass ich unnötige Risiken vermeide. Ein Beispiel ist zum Beispiel, wenn man eine Kreuzbandverletzung hat, dass man dann anschließend keine Kontaktsportarten wie Fußball oder Handball durchführt, es sei denn, man hat eine Kreuzbandplastik durchführen lassen. Das sehen wir nämlich doch häufiger, dass Patienten auf eine Kreuzbandplastik verzichten, dann aber weiterhin Kontaktsportarten durchführen. Und diese Patienten sehen wir leider nach ein, zwei Jahren wieder mit entsprechenden Meniskusverletzungen. Risikobewusstsein, Fairplay, kein übertriebener Ehrgeiz, gute Technik sind andere Faktoren, die natürlich bei allen Sportverletzungen gelten, nicht nur beim Meniskus, aber natürlich auch hier ihre Gültigkeit haben. Und zusammenfassend kann man eigentlich sagen, wenn die individuellen Voraussetzungen, die man mitbringt, zum Anforderungsprofil der Sportart passt und auch zu dem, was man in der Sportart erreichen will, dann ist das Risiko natürlich viel, viel geringer, als wenn ein Missverhältnis besteht. Ja, Kernstück der Meniskusdiagnostik ist und bleibt die klinische Untersuchung. Da gibt es verschiedene, die heißen Steinmann 1, Steinmann 2, Paya oder Epley. Und im Grunde ist allen Meniskustests gemeinsam, dass der Unterschenkel gegen den Oberschenkel verdreht wird, dabei das Knie gebeugt wird, um den Meniskus, der verletzt ist, unter Stress zu setzen. Und wenn der Test positiv ist, dann zeigt der Patient während dieser Testung einen lokalisierten Schmerz an der verletzten Stelle. Das ist und bleibt sicherlich das Kernstück. Eine ganz wichtige Ergänzung, die in den letzten Jahren immer wichtiger geworden ist, ist das MRT, also das Kernspin. Und moderne MRTs, 3-Tesla-MRTs, zeigen solche Meniskusrisse wirklich in ganz hervorragender Form und helfen vor allen Dingen, den Patienten vorab darüber aufzuklären, welche Operation ihn erwartet. Denn es ist natürlich ganz entscheidend, ob ich einen kleinen Einriss habe, der als Radiärriss sich darstellt, wo ich wahrscheinlich eine Teilresektion mache, oder ob ich einen großen Korbenkelriss habe, wo ich diesen Meniskus mit großer Wahrscheinlichkeit wieder annähe, aber natürlich der Patient anschließend auch eine größere Nachbehandlungszeit zu erwarten hat. Die diagnostische Arthroskopie, die vor Jahrzehnten mal eine Rolle spielte, ist heutzutage als Diagnostikum eigentlich komplett abgelöst. Man schaut also nicht mehr in Kniegelenke rein, um zu gucken, was hat er denn überhaupt. Aber dennoch kann es vorkommen, dass man eine Arthroskopie macht und man sieht während der Arthroskopie einen Meniskusriss, der sich im MRT gar nicht dargestellt hat. Deswegen ist es so, dass die diagnostische Arthroskopie immer einer Operation vorgeschaltet wird. Das heißt, man schaut erst ins Gelenk rein, untersucht das ganze Gelenk gründlich und führt danach erst den Eingriff durch. Was muss ich tun, wenn es passiert ist? Direkt im akuten Ernstfall mache ich eigentlich bei den Sportverletzungen meistens das Gleiche. Ich wende das Pechschema an, also P wie Pause, E wie Eis, C wie Compression, das englische Wort für Kompression, und H wie Hochlagerung. Alles mit dem Ziel, die Schwellung des Kniegelenkes möglichst klein zu halten, denn diese Schwellung des Kniegelenkes verzögert meine Heilung ganz deutlich und deswegen ist das natürlich eine ganz wichtige Erstmaßnahme.
Dann stelle ich den Sport ein, wenn ich das Kniegelenk untersuche und ich sehe positive Meniskuszeichen und habe Hinweise darauf, dass der Meniskus eingerissen ist, dann würde ich auch ein MRT verordnen, wo dann im wahrscheinlichen Fall der Meniskusriss zur Darstellung kommt. Wenn es ein Meniskusriss ist, der genäht werden kann, dann sollte ich keine Zeit verlieren, denn je früher ich einen solchen Meniskus nähe, umso größer sind die Aussichten, dass diese Naht erfolgreich ist, sprich, dass der Meniskus wieder zusammenwächst. Wie ich behandle, hängt von vielen Faktoren ab. Da ist zum Beispiel zu nennen das Alter. Das Alter hat natürlich einen großen Einfluss darauf, wie streng ich die OP-Indikation zur Nahtversorgung sehe. Bei jungen Patienten würde ich versuchen, immer eine Rekonstruktion des Meniskus anzustreben. Das heißt, da werden auch Risse genäht, die man bei einem älteren Patienten nicht nähen würde. Zum Beispiel ein Radiärriss, ein tiefer Radiärriss würde man bei einem Kind oder Jugendlichen versuchen zu nähen, dann müsste man zwar in der weiß-weißen Zone ein kleines bisschen resizieren, aber hat zumindest einen größeren Anteil des Meniskus gerettet. Wenn ich einen älteren Menschen habe mit einer degenerativen Meniskusläsion, dann wächst eine solche Naht häufig nicht zusammen und ich würde da eher teilresizieren. Sportliche Ziele spielen eine Rolle. Wie stark sind die Schmerzen überhaupt? Welche Rissform habe ich? Welche Lokalisation? Das alles sind Faktoren, die die Behandlung entsprechend mitbestimmen. Wenn ich so zwei Extreme mal darstellen möchte, dann habe ich zum Beispiel auf der einen Seite einen sehr jungen Patienten mit einem Korbhenkelriss, der muss so schnell wie möglich operiert werden, so schnell wie möglich genäht werden. Oder ich habe auf der anderen Seite einen älteren Patienten mit einem kleinen degenerativen Riss, der sich nur im MRT darstellt, der keine Klinik zeigt, das heißt keine positiven Meniskuszeichen vorliegen. Und dann kann es sein, dass ich da vielleicht auf jegliche Therapie verzichte und einfach abwarte, eventuell ein bisschen was Entzündungshemmendes ins Gelenk spritze, ein bisschen Physiotherapie mache, das Knie muskulär stabilisiere und damit einen ebenso großen Erfolg erziele, als wenn ich diesen Patienten operiere. Das soll jetzt nicht heißen, dass es nicht auch ältere Patienten gibt, die operiert werden müssen, denn es gibt natürlich auch degenerative Risse, die so gestaltet sind, dass sie arthroskopiert werden sollten. Das hängt aber immer vom Einzelfall ab, das heißt, der Patient muss untersucht werden. Definitiv ist es nicht zu empfehlen, dass MRT-Bilder operiert werden, sondern es sollte immer der Patient gründlich untersucht werden, um dann im Einzelfall zu entscheiden, ob eine Operation sinnvoll ist oder eben nicht. Eine Meniskusverletzung sollte genäht werden, wenn eine Chance besteht, dass diese auch wirklich zusammenwächst. Dafür brauche ich eine gewisse Durchblutung. Man spricht dabei von Vaskularisation. Man unterscheidet beim Meniskus verschiedene Zonen. Die rot-rote Zone ist besonders gut vaskularisiert, die ist im Außenbereich des Meniskus. Dann haben wir einen Übergangsbereich hier, die wird als rot-weiße Zone bezeichnet. Da sind noch einige Gefäße, aber die Indikation muss schon viel kritischer gestellt werden. Und dann haben wir eine weiß-weiße Zone im Innenrandbereich, die ist nicht durchblutet. Hier wird es niemals nach einer Nahtversorgung zu einem Zusammenwachsen des Meniskus kommen. Wenn ich also mir die Frage stelle, ob ich einen Meniskus nähe, dann ist die Lokalisation der absolute Kernpunkt in der Fragestellung und in der Beantwortung dieser Frage. Ein wichtiger Punkt, der mit berücksichtigt wird, ist das Alter des Patienten. Je jünger ein Patient ist, umso größer wird die Indikation zur Nahtversorgung gestellt. Zum einen, weil der Meniskus, der genähte Meniskus beim jüngeren Patienten viel besser zusammenwächst als beim älteren Patienten. Und zum anderen, weil der Verlust für einen jungen Patienten viel größer wiegt, weil er ja viel länger auf diesen Meniskusanteil verzichten muss, wenn das in jungen Jahren passiert und weil dementsprechend die Arthrose-Entstehung durch diesen Meniskusverlust viel stärker beeinflusst wird. Welche Rehabilitationsmöglichkeiten gibt es? Über die konservativen Therapiemöglichkeiten hatten wir gerade ja schon einmal kurz gesprochen. Gerade bei älteren Patienten mit kleinen Rissen auf degenerativer Basis muss eventuell gar nicht operiert werden. Man macht eine kräftigende Krankengymnastik. Wenn das Gelenk geschwollen ist, muss es eventuell auch einmal punktiert werden. Man kann Akupunktur anwenden. Man kann mit Taping-Methoden arbeiten. Unterschiedlichste Sachen können da eingesetzt werden. Und so kann in einigen Fällen die Operation auch komplett vermieden werden. Wenn wir Patienten haben, die genäht werden, sieht die Rehabilitation natürlich anders aus. Wenn die Nahtversorgung erfolgt ist, trägt man im Regelfall für ca. 6 Wochen eine bewegliche Schiene, wo die Beweglichkeit dann endgradig limitiert ist. Die Belastung in voller Streckung ist im Regelfall nicht das Problem, aber die Belastung in Beugung kann kritisch sein in der Anfangsphase, sodass man auch eine Zeit lang auf Unterarm-Gehstützen angewiesen ist.
Was den Wiedereinstieg in den Sport angeht, so sind sanfte Sportarten wie Kraulschwimmen, Radfahren oder geführtes Krafttraining im Regelfall nach ca. 8 Wochen möglich. Und Sportarten wie Fußball, Handball, Skifahren werden meist ab ca. 6 Monaten wieder erlaubt. Der Fall, wenn eine Meniskusteilresektion durchgeführt wird, ist natürlich ganz anders. Hier sieht die Nachbehandlung viel kürzer und viel einfacher aus. Im Regelfall sind die Patienten sehr, sehr schnell wieder fit, wenn ein kleiner Meniskusanteil entfernt wird. Die meisten tragen Gehstützen nur für ca. 3 bis 5 Tage. Sie dürften prinzipiell sogar drauf treten. Eine Schiene ist nicht notwendig. Die Beweglichkeit ist sofort freigegeben. Leichte Sportarten sind häufig schon nach 4 Wochen wieder möglich und eine volle Sportfreigabe erfolgt im Regelfall nach 6 Wochen.